Hallo und willkommen zum Mystic Quest Let's Play. Nach einer längeren Pause geht's heute endlich mal weiter. Und wir schauen mal. Ich bin ja in der letzten Folge etwas unrühmlich gestorben, sage ich mal. Ja, mal gucken, ob der hier tot geht. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ich hatte einfach so viele Projekte mit den Retro-PC und so weiter, dass ich mich einfach nicht motivieren konnte, weiter zu zocken. Ah, den habe ich erledigt. Und bevor ich jetzt irgendwie was Halbherziges mache, habe ich gedacht, komm, mach's mit Mystic Quest mal eine Pause. Ist ja leider nicht die erste. So, hier bin ich ja nicht weitergekommen. Da muss ich zugeben, ich habe mich mal... Ach, komm hierher. Der kann ja mal sterben. Hier muss man in der richtigen Reihenfolge über die Dinger hier gehen. Wäre natürlich denn super, wenn der hier verschwinden würde. Trüb. Oh. Weil ich muss nämlich einmal quasi gegen den Uhrzeigersinn hier laufen. Ach, den... Konnte ich den fragen, ob er mich heilt? Musikwechsel? Ja, komm. Ich glaube, dann muss ich hier... Das Feuerding, das nervt mich zu sehr. Das scheint ja ein Feuerding zu sein. So, genau. So. Doch gleich wesentlich angenehmer. Hier, zack. So. Und zwar muss ich hier einmal gegen den Uhrzeigersinn rumlaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, und dann öffnet sich ja eine neue Tür. So, wollen wir mal weiter gucken. Ja, schon wieder dasselbe. Ja, ich habe den noch gar nicht berührt. Ein bisschen nerven mich die Gegner hier, ja. Oh. Oh. Das könnte hier knapp werden. Warum können die eigentlich über den Zaun springen und ich nicht? Frechheit eigentlich, oder? Ja. Komm. Du auch? Ja. Es läuft da weg, der Feigling. Komm her, komm her. So. Jetzt haben wir ihn erledigt. So. Dann geht's wahrscheinlich hier durch. Boah, das liebe ich ja, ne? Wenn man in einen Raum reinkommt... War das jetzt absichtlich, dass der so gesprungen ist? Ah, komm, hier ist so eine Maus. Die können wir mal... Die vergiften zwar hier böse. Okay, Zauberer. Was macht er denn da oben mit seinen Pfeilen? Herrlich, herrlich. So, mal gucken hier. Mal eine Runde heilen. Weil irgendwie hatte ich nicht mehr viel. Ich glaube, die haben immer zwei Anwendungen, genau. Dann kann ich die Dinger hier auch mal aufbrauchen. Okay. Level Up, hätte ich mich gar nicht heilen brauchen. Sehr schön. So, wo packen wir mal was rein? Ich weiß es gar nicht nach so langer Pause, wo ich das letzte reingetan habe. Hier nehmen wir mal Reife. So, hier gibt es einen Schalter. Okay, tut sich nichts. Ja, mit seinem Bogen, herrlich. Öffnet sich nicht. Okay. Ah, dann müssen wir bestimmt... Ja. Bestimmt jetzt einen Schneemann-Trick machen, nehme ich mal an. Das war schon ein bisschen länger her, aber... Ja. Dann sollte hier die Flamme nur vielleicht mal in die Nähe des Schalters kommen. Komm. Aber er schießt fleißig mit seinen Pfeilen. Das ist doch schon mal schön. Ja, komm her, Flamme. Komm, putt. Geh doch mal in Flammen an. Komm mal, ich hab Benzin hier. Na, komm.
Ich glaube, ich kann die nur schubsen, ne? Ja. Müsste irgendwie dahinter kommen. Verwandelt er sich nicht zurück? Ich dachte, der verwandelt sich zurück. Ja, gehen wir mal hin und her. Es ist gar nichts mehr da. Gehen wir mal wieder zwei Bildschirme weg. Also das merkt man noch, also für Gameboy-Verhältnisse ist das immer noch ein 1A-Spiel. Man merkt aber, dass es ein frühes Spiel ist. Oh. Es ist teilweise echt wirklich fummelig. Und was mich immer so ein bisschen an Spielen stört, also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, aber mich stört es an Spielen immer, wenn die Lösung eindeutig ist, zum Beispiel hier mit dem Schneemann, aber das Spiel ist halt einfach zu kompliziert, macht das umzusetzen. Das finde ich immer... Da war es doch immer zwei Bildschirme weggehen, oder? Hier respawnen sie. Oh, Schatztruhe. Lebensenergie. Ach ja, cool. Kann ich gut gebrauchen. Laufe jetzt mal nach ganz oben wieder. So. Hallo, Werwölfe. Und wieder tschüss. Ich glaube, da gab es auch einen einfacheren Trick, die Dinger zu resetten, ne? Aber... ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie das war. Auch so sind... ja, gut, ist da. Sind die Dungeons, würde ich sagen, teilweise etwas künstlich gestreckt. Ja, du bist da eh am Schalter. Sehr schön. Ah. Ich dachte, das wird jetzt eine ewig lange Fummelei. Okay, Springraupen. Die gehen eigentlich. Eine Streitaxt. Ja, cool. Eine neue Waffe. Gleich mal ausrüsten, würde ich sagen. Mal gucken, was die so drauf hat. Waffe. Die Streit. Also Streitaxt natürlich. Boah. Jetzt so bestimmt wieder irgendwo ein Durchgang. Nicht? Echt nicht? Hätte ich jetzt so gedacht, oder? Oder muss ich sonst wohin? Dann muss das wahrscheinlich irgendwie der Durchgang woanders sein, nehme ich mal fast an. Also hier ist der nicht. Oh. Hey, Mensch. Der Junge hat jetzt hier zweimal getroffen. Ha. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Gucken. Wo so richtig verdächtig sieht das hier nicht aus, ne? Hm. Das ist auch ein komischer Raum irgendwie, ne? Aber das hier sieht auch irgendwie nach. Weil hier durch das. Ne, übel. Hab ich eine Salbe? Oder habe ich die schon längst wieder. Leben. Ja, Kacke. War ja klar. Ah. Hört ihr's? Das Geräusch mag ich gerne. So. Und? Also nach meinem Geschmack verlässt es sich zu sehr auf diese geheimen Wände und sowas. Da wäre mir so ein bisschen klareres Spieldesign oder wie man es auch nennen will, etwas lieber gewesen. Also es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, vor allem für den Gameboy. Aber kommt natürlich bei weitem nicht an Zelda ran. Aber das ist meiner Meinung nach eh das beste Gameboy-Spiel, was es jemals gegeben hat. Speicher mal ab. Kann man hier überhaupt abspeichern? Anscheinend. Wenn das Abspeichern ist, also zwischen den
Spielen speichere ich immer mit den Retron 5 ab, was ich hier glaube mal mache. Deswegen nicht wundern, wenn hier mal die Einblendung da kommt. Denn ich habe das Gefühl, dass ein Boss kommt. Verschlossen. Verschlossen. Okay. Oder auch nicht. Ah. Schlüssel. Schlüssel. Ich habe zu lange Pause gemacht. Es gibt ja diese Schlüssel. Die ich mir extra mal tonnenweise jetzt vorher besorge. Okay. Hier scheint es auf jeden Fall nicht weiter zu gehen. Aber wenn ich jetzt schon mal aufgeschlossen habe, dann kann ich die jetzt auch schnell noch erledigen. Boah. Boah. Die hauen aber Schaden raus, ey. Boah. Ja, mit der Games. Die war nicht schlecht. Gut, dann wollen wir mal nach oben. Wobei mich das hier auch bei Zelda gestört hat, immer dieses Inventarformular. Ja klar, gut. Mit zwei Knöpfen, was will man da erwarten, ne? Das hätte man auch bestimmt auch irgendwie anders. Okay. Hier wird es zum Bosskampf kommen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Da wird auf jeden Fall empfohlen, hier die Kettenwaffe zu benutzen. Also ich bereite mich jetzt immer so ein bisschen vor, damit ich nicht irgendwie so wie ein Komplett-Noob dastehe und hier nur blöd rumtaumel. Okay. Davias. Ha! Mich kannst du niemals besiegen. Das wollen wir mal sehen, du Vogel, ey. Hua. Hua. Versuche ich mal das Pattern irgendwie rauszukriegen. Okay. Alter, ey. Okay, jetzt habe ich 3 Treffer gelandet. Alter, ist der hart! Das ist ja hier, geht ja schon Richtung Bullet Hell. Solche Spiele liebe ich ja. Also, Ironie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hab das Gefühl, dass man langsam auch ein bisschen zu alt wird. Dass die Reaktion einfach nachlassen. Also, wie jetzt Mitte 30 ist jetzt, um Gottes Willen, jetzt, dass ich nicht uralt bin oder sowas. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass so ab Ende 20 die Reaktionszeit. Oder Mitte 20 sogar schon teilweise abnimmt. Deswegen sehen wir auch diese ganzen Profi-E-Sport-Spieler. Da gibt es keinen oder kaum welche, die über 30 sind, ne? Zumindest kann man das immer prima als Ausrede benutzen. So, jetzt habe ich mir mal meine Markierung, dass ich mich wieder mit Lebenszauber. Geschafft. Boah, ich dachte schon, wie lange geht das jetzt noch? Also meine gute alte Strategie, Hauptsache ordentlich Lebenstränke und sowas benutzen, scheint hier mal wieder gut aufgegangen zu sein. Sehr schön auf jeden Fall. So, Lester, geschafft. Davias, hier ist das Amulett nicht mehr, mein Lieber. Nein. Wie dramatisch. Garuda fliegt über den unheimlichen Berg nach Glaive. Okay, das wird wahrscheinlich dann unser nächster Stopp sein. Davias bezwungen. Gehst du? Ja, aber das Giftgas. Der Klang meiner Harfe vertreibt das Gas. Okay, vielleicht sollte man das irgendwie der Feuerwehr, Spezialtruppen, die hier für so Gasentsorgung und so weiter zuständig sind, vielleicht auch mal sagen, ne? Einfach Musik spielen.
Stimmt, da meinte ja einer von euch, das ist die schönste Musik im Spiel. Ich bleibe und spiele ein Requiem für Amanda. Gut, Lester. Ich gehe jetzt. Mach's gut. Nimm diesen Zauber mit. Er wird dir helfen. Du erhältst den Blockzauber. Zauber erlernt. Damit kann ich wahrscheinlich Sachen blocken. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig, damit wir die Musik genießen können. Weil die will ich mir jetzt echt mal anhören. Sehr schön. Ja, gefällt mir. Ist wirklich gut. Willkommen in Jad. Yep. Also der Gameboy, der hat echt einen richtig geilen Soundchip, finde ich. Und das hört man hier mal wieder echt klasse. Hallo, ein Nachtlager für 10 Goldstücke. Yep. Gute Nacht. Ich bin auch absoluter Fan von dem Fortress of Fear Titelmelodie. Es hat sich so bei mir so arg eingebrannt ins Gedächtnis. Deswegen war es ja auch mein erster Test, den ich jemals gemacht habe. Ach, hier gibt es eine Rüstung. Hatte ich schon Goldrüstung? Also ich nutze das jetzt mal hier, mich mal wieder ein bisschen auszurüsten. Gold, Gold, okay, hatte ich schon. Dann will ich mir mal noch ein paar Lebenstränke und so weiter kaufen. Und dann werde ich mir gleich mal die Karte anschauen. Ich glaube, es ging nach Norden, nach Glaive, ne? Da war es Giftgas. Bin mir aber nicht sicher. Esssalbe. Ach ne. Es lebe zwei. Es lebe das Leben. Nee. Okay. Ich höre schon auf, hier schlechte Scherze zu machen. So, was haben wir noch? Natürlich nochmal ein Schlüssel. Ich glaube, wir hatten genug, aber... Sicher, sicher. Nochmal Pickel. Ah, kann ich noch mehr tragen, okay. Ich glaube, da war ich ganz gut ausgestattet, ne? Pickel, Pickel, Schlüssel, Schlüssel, Leben, Leben. Ja. Okay, Schlüssel hätte ich gar nicht gebraucht, so wie es aussieht. So, jetzt wechsle ich nochmal die Waffe. Hier, die Musik gefällt mir echt. Hat was. Requiem, stimmt, das ist so ein bisschen nachdenklich. Ich reiche mal kurz rüber, um mir die Karte zu holen. Die hätte ich mir vielleicht beim Spielen auch vorlegen sollen. Okay, wir sind in Jad. Wir wollen nach... Sie waren Jad? Nach Glaive, wo ist denn Glaive? Vulkaninsel, Wasserfall. Oh, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war nach Norden. So viel zum Thema. Er bereitet sich vor, ne? Oh Mann. So. Ich lese ja gerade mal, ich muss nach Süden gehen. Okay. Ich hatte im Kopf nach Norden. Also ich habe mir jetzt auch ein bisschen die Hilfe hier zur Seite gelegt. Ganz einfach nimmst du deinen Dodo mit. Yep. Weil ich jetzt so lange Pause hatte und wenn man da so komplett raus ist, ist das natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Stimmt, das war hier denn zur Seite. Ja, stimmt. Ja, da war ich auch schon mal gestorben. Ja, nee. Ja. Es kommt wieder. Also ich laufe jetzt auch, um einfach ein bisschen Erfahrungspunkte noch zu kriegen. Genau, hier war, ist man vorher gestorben. Dann gucken wir mal.
Ja, die Axt hier haut ganz gut rein, würde ich sagen, ne? Okay. Das war doch jetzt hier Chatto oder nicht? Ich gucke hier gerade auf die Karte. Ich finde immer noch auf der Karte Glaive nicht. Also wenn ich auf der Karte das richtig sehe, dann bin ich jetzt auf dem Weg quasi vom absoluten Startpunkt. Seltsam. So. Boah. Ein Schlag. Drei weg. Oh. Nein. Oh. Boah, die haut aber richtig rein, ne? Ja, auch gegen die Werwölfe. Boah, ich dachte, da braucht man Silberdings. Ja, und Bäume muss man natürlich weghacken. Das ist die Runde oder was soll das sein? Ah! Ein Fisch, der mich überfällt. Ja. Ich kann ja hier nur lang, ne? Also der Weg ist jetzt relativ eindeutig, würde ich sagen. Aber ich schneide ja echt durch wie Buddha. Habe ich nichts gegen. Affe. Ach, den Affen eigentlich cool. Okay. Komm her. Ah. Schon wieder ein Level ab. Boah, nehmen wir noch mal Kraft, würde ich sagen, ne? Hm. Warte auf mich. Ach so. Da. Okay. Gegen Mumien hilft es anscheinend nicht, aber was soll das denn sein? Eine fliegende Fratze? Hm. Okay. Die Zauberer, die schaffe ich. Na, komm. Ja, komisch, ne? Man sagt eigentlich, dass die Zauberer nicht so viel aushalten. Aber die halten wesentlich mehr aus als die anderen hier. Okay, hier muss ich mich wahrscheinlich durchhacken, nehme ich mal an. Ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Ja. Ja, nee, die mag ich nicht, die will ich nicht bekämpfen. Komm her. Okay, die verletzt sich damit auch nicht. Das sieht man mal, also das gefällt mir. Ach du Kacke. Ja. Ein Boss? ich würde sagen, ich will hier wieder ein bisschen auf Distanz gehen. Gucken. Ja, nehmen wir wieder das Kettendings hier. Ja. Ach du Kacke, wie verletzt sich die denn? Okay. Ach, soll ich mich heilen? Gottes Willen. Ach, ich hab schon Lebens. Okay. Der Boss, der kam jetzt echt unerwartet, aber... Ja. Okay. Na, ich wollte gerade sagen, in den Ecken bin ich anscheinend sicher. Ich glaube, hier oben in der Ecke, ne? Da kommt er nicht hin. Soll ich da vielleicht auch bleiben? Der geht den ja jetzt hier runter, genau. Also bleibe ich hier oben einfach. Hä, wie verletze ich den denn? Also ab und zu verletze ich ihn ja, aber
Gefühlt ist das eher so random chancemäßig. Okay. So viel zum Thema, in der Ecke bin ich sicher. Kann sich ziemlich schnell bewegen hier, der Heini. Man macht da nicht so viel Schaden. Also das ist natürlich hier an dem Spiel auch sehr praktisch, dass man sie eigentlich relativ einfach heilen kann. Wobei man das eigentlich auch muss. Nein! Oh! Das war jetzt aber unfair. Resettet der natürlich, ne? Okay. Okay, bleib weg von dem Durchgang. Das sollte ich echt nicht riskieren. Ah, komm her, komm her. Okay, das Ganze mal etwas jetzt ruhiger an. Ohne viel rumhampeln. Ah, ich glaube, ich muss so hier quasi den Kopf treffen. Mir zumindest irgendwie so. Ja. Sollte ich vielleicht auch nicht immer hier rumhauen? Sprache und haute so rum. So, mal kurz die Magiepunkte aufladen. Gut, dass ich mich hier mit Zeug eingedeckt habe. Wer weg von der Tür? Dann kann ich immer so zwei Schwinger mitgeben. Ist natürlich jetzt nicht sehr spektakulär, der Kampf. Aber bevor ich jetzt hier wieder durch den Durchgang geboxt werde und wieder von vorne anfangen muss, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Ist natürlich auch schade, dass man hier nicht so eine Lebensanzeige sieht, ne? Obwohl sieht man ja bei Zelda auch nicht. Obwohl, das ist eigentlich immer klar, man braucht so und so. Die drei Treffer war Mario. Aber Zelda hatte doch auch irgendwie so eine gewisse Anzahl, wo man eigentlich sicher muss, okay, ich keine Ahnung, ich treffe den jetzt, sagen wir mal, 5-mal und dann ist es rum, oder? Zumindest war das immer an anderen Faktoren meistens zumindest relativ einsehbar. Ja, komm her. Also die Bosskämpfe allgemein, also die Bosse an sich sind zwar schön gestaltet, aber durch das ganze Heilen und so weiter, so richtig anspruchsvoll ist das nicht, wenn man einigermaßen vorbereitet reingeht. Ja, wie gesagt, also ich gehe es lieber auf Nummer sicher, deswegen ist der Kampf nicht so spektakulär. Worauf ihr euch aber freuen könnt, so eine kleine Ankündigung vielleicht, wenn es hier gerade nicht so spannend ist, ist der große Retro-Dreikampf, denn der Weidemann, der Perodor und ich, wir machen so einen kleinen Retro-Dreikampf. Also wir haben uns drei Spiele ausgesucht, in denen wir uns quasi battlen, wollen, müssen. Auf jeden Fall hat sich da jeder ein Spiel rausgesucht aus möglichst unterschiedlichen Genres. Und da haben wir jetzt schon die erste Folge abgedreht. Das war dann auch gleich mein Wunsch. Und zwar Kung Fu Masters. Das ist auch so ein Klassiker, den irgendwie viele kennen. Dass man so ein kleines Beat'em-up irgendwie drin hat. Ah! Und dann kommt noch Soda Striker und Tetris, wollte ich sagen. So, Metallkrabbel bezwungen. Endlich. So. Aber mal gucken. Mal ausnahmsweise, ja, nicht Schlüssel. Leben und ich kann jetzt ja wieder die Waffe ändern. Da haben wir die Streitaxt wieder. Wir sind zwar schon bei 30 Minuten, sehe ich gerade.
Ich hetze jetzt einfach mal durch die Höhle, damit wir hier so einen kleinen Abschluss haben. Und da scheinen wir auch da zu sein. So. Ja. Dann haben wir doch hier fast eine Punktlandung erreicht, würde ich sagen. Dann danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ich es mal wieder etwas regelmäßiger hier hinbekomme. Aber wie gesagt, wenn ich das aufnehme, wenn ich eigentlich gar keine Lust oder Energie dazu habe, dann habt ihr davon auch nichts, weil es einfach eine schlechte Folge wird. Und deswegen schauen wir mal und danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Macht's gut. Tschüss.